Oh, war ja dieses Mal mit süßer kleiner Teufelsunterstützung. Herzlich willkommen zurück zu Smite. Dieses Mal in Arena. Ja, oder auch nicht, weil die Dingsbum schon wieder Neve geinstallockt hat. Der Pomaranski oder wie auch immer man das Ding. Und jetzt hat noch so ein Kacknoob direkt einen Hunstar geinstallockt. Wer war das denn schon wieder? Ein Herr Okami. Ach, das kann doch funktionieren. Ja, nee, irgendwie nicht. Nee, mit drei Huntern. Das ist mir jetzt so scheißegal, das wird schon irgendwie schief gehen. Schauen wir mal, wie doll wir einen auf Nuss kriegen. Und ich habe wieder vergessen, den Rahmen zu ändern. Let's Play Smite Folge 478. Verdammt, ich habe immer noch vergessen, den Rahmen zu wechseln. Wir sind mittlerweile in Season 4 oder so und ich habe immer noch den falschen Rahmen. Ist ungefähr. Wart's ab. Ah, schön. Oh, schauen wir doch mal. Was das hier gibt. Ich hatte den Tag eine wunderschöne Runde. Vier Hunter und ein Mage oder so. Wir haben so auf die Fresse gekriegt. Ja, gut. Nur drei Hunter direkt insta-lockt, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist eh scheißegal. Das Gegnerteam das merkt und dann einfach nur Physical Protection baut und man den Mage ein bisschen klein hält. Kann das durchaus alles. I need the jungle buff. Thanks. Funktionuckeln so. So, mal gucken, wer den jetzt kriegt. Ich. Und da kommt die ganze Rasselbande von links. Und da portet sich der erste zurück. Und dann kriegt er meinen Angriff ins Gesicht. Oh, kannst du bitte nicht russisch im Chat schreiben, Junge? Das versteht eh keiner. Ja, und sie versteht vor allem nicht, dass kein Mensch russisch spricht. Also es gibt schon so einige Millionen davon, aber kann halt davon ausgehen, wenn man... Wenn jetzt doch noch jeder, der Franzose ist, hier französisch per Default sprechen würde und wir per Default Deutsch, dann würde keiner mehr irgendwen verstehen. Naja, wenn du anfängst, Deutsch zu sprechen, kommen ja eh erstmal die ganzen Nazi-Beschuldigungen. Das ist ja Standard. Ja, das ist richtig Standard. Das ist natürlich... Nein, bei mir geht's noch. Nee, bei mir geht's glaube ich nicht mehr. Ich sollte mich verziehen. Ja, ich habe ja auch so ein paar Sachen am Würzel. Und da kommt das Neve-Ulti. Ja, super. Ja, ohne Mana konnte ich da nicht allzu viel tun, sorry. Ja, passt. Ist ja noch alles im Rahmen. Sollte mich ein bisschen zurückziehen und euch da helfen. Ja, lass mal zurückgehen. So, setzen wir hier auch noch ein Bienenstöckchen hin. Kam gerade noch das Ra-Ulti zwischen. Mhm. Und dann ist das. Ah, ich habe schon wieder keinen Mana. Ich wäre da. Ach nee, das war die Schlümpfe. Kennst du denn noch das Maya-Team? Das Schlimme ist, sehr gut im Moment. Stimmt! In der Karre, in der ich zur Terra fahre, kein CD-Laufwerk drin ist, sondern nur ein Kassettenradio. Hört dort die Abenteuer von Biene Maya auf Kassette.
Nein, ich eine uralte Kassette wieder gefunden habe, die mir mein Onkel damals mal zusammengestellt hat. So, ja, liebe Kinder, es gab mal so eine Zeit, da war Internet nicht so. Mhm. Da gab es auch noch Kassetten und so. Und da sind halt alles mögliche Kinderlieder drauf. Und das hatte ich jetzt zum Spaß einfach mal mit reingeschmissen. Und da ist halt Biene Maja, Heidi, Pinocchio, Pippi Langstrumpf und so ein ganzes Zeug drauf. Ich muss sagen, ich finde es doch sehr amüsant. Das mal zwischendurch wieder zu hören. Ja, so die Kindheitserinnerung manchmal, ne? Ja, damals. Als Leute noch in der Lage waren, aus einem Zug auch bei der richtigen Tür auszusteigen, ohne dass man eine Ansage dafür braucht. Oh, schon wieder kein Mana. Oder wo man eine Zeichentrickserie, wo irgendetwas etwas anderes mit Dynamit in die Luft sprengt und man nicht runterschreiben muss, please do this too, weil wir nicht völlig bekloppt waren. Das ist wahr. Jetzt allein schon bei irgendwelchen komischen Shampoo-Werbungen, wo die da in irgendeinem Wasserfall im Dschungel duscht und dran steht, bitte shampoonieren Sie sich nicht im Dschungel. Denn, ja. Jetzt doch! Ah. Schön. Nice job. Es ist. Jo, Mai, ich habe auch erst zwei Kill, ein Kill. Jo. Oh, herzlichen Dank. Rechnung kommt. Wie üblich, Ankara. Wir müssten die Rechnung mal für 2015 langsam aufstellen und ihm geben. Ah, ich... Au. Das tat weh. Ja. Ich behaupte mal, dafür muss dann wieder mal eine eigene Mathematik erfunden werden, um mit solchen Zahlenräumen arbeiten zu können. Nur das im Anatolische Galaxis, wo extra die Hypermathematik erfunden werden musste, damit sie von der einen Rockband die Konzerteinnahmen abrechnen konnten. Ach, so ein tolles Buch. Oh ja. Ich habe dann jetzt am Montag auf der Rückfahrt noch ein neues Buch angefangen, The History in Six Glasses, wo er die Entwicklung der Menschheit und so weiter anhand von 6 typischen Getränken aufschlüsselt. Mit Wein, Kaffee, Bier, Tee, Schnaps und Coca-Cola. Heck. So, was könnte man mal benutzen? Teleport. Jo. Boah, 205. So kann's weitergehen. Jo, bisschen mehr Kill. Dann geht sich das aus. Mist, daneben. Hat der Wolf eigentlich Spotify? Nein. Gerade nebenbei mal das neue Avantasia-Album reinhöre vom guten Tobias Summit, das auf Spotify auch drauf ist. Sehr empfehlenswert. Das ist die wunderbare Band, die Sam seitdem Rockhards letztes oder das, nee, vorletztes Jahr live hasst. Nachdem Fintroll gespielt haben und wir so, ja, gehen wir halt die halbe Stunde, bevor die eben noch zur Avantasia, gucken uns das noch ein bisschen an. Und er dann halt, wie die letzte halbe Stunde von seinem Auftritt, erstmal nur gelabert hat, hat jeden in der Band vorgestellt. Und das ist halt Metal Opera, das heißt, das sind ganz schön viele Leute. Und er halt dann nochmal ewig überzogen hat und alle nur genervt waren und bei Fintroll schon angefangen haben zu skandieren, er soll endlich aufhören und Fintroll soll spielen. War sehr amüsant. Au, böser Vulkan.
Ach Gott, ja, da fehlt noch ein bisschen. Dann sparen wir noch eine Runde. Joa, besser ist das. Oh, Schocki-Schocki wieder raus. Da hat es seinen Bienenstock zerlegt. Ja. Wo der herkommt, sind nur ganz viele neue. Das war meins. Aber ich hatte ihn doch schon so schön angelegt. Ich hatte ihn mehr als nur das. Da müssen wir halt ein bisschen mehr Schaden machen. Leute. Ja. Ja, was ist das? Ja, passiert genau das, wenn keiner mitgeht. Wieso steht ja eigentlich schon halb in unserer Basis drin? Das ist mal eine gute Frage. Finde ich jetzt irgendwie partiell nett. Vor allem, also. Oh, die Ise schreibt weiterhin nur Russisch. Junge, man versteht dich nicht. Und doch irgendwann alle noch Esperanto lernen. Sehr schön. Oh, Leute. Nein! Oh. Neve! Nicht zugucken, wie ich sterbe, sondern vielleicht mal helfen. Nö. Sie schreibt. Macht die eigentlich überhaupt irgendwas gerade? Nicht wirklich, okay. Okay, ist der rar AFK oder hat er einfach nur keine Lust mehr? Unsere Neve wird gerade vergewaltigt. Irgendwie hat man nicht so das Bedürfnis, ihr zu helfen, nachdem sie mich so hat stehen lassen. Ja, irgendwie hat man nicht das Bedürfnis, diesem Team zu helfen, nachdem die nicht sonderlich mitmachen, außer sie können Killstil. Mhm. Ah, pardon, und die Isis kann auch noch umflamen. Aber das war's dann auch. So, das war das einmal. Boah, dann können wir da rausgehen. Draufgehen klingt immer gut. Besonders, wenn es die Gegner tun, ne? Ach. Hm.
Musst du mal. Lass mich in Ruhe! Schön, dass die ISIS es nicht kapiert, dass wir kein Russisch verstehen. Das kann. Mist. Minions have reached your portal. Und sie gehen wieder nicht mit. Ja, dann lasst es halt, Leute. Sehr schön. So, der Ra steht die ganze Zeit dumm im Fountain rum. Herzlichen Glückwunsch. Wow, ja, alle vier kommen auf mich zu. Jo. Geil. Diesen Teams ist es echt super zu spielen. Und ich hänge schon wieder. Ich werde wieder sterben. Das war knapp. Minions have reached your portal. Cool. Ist echt toll, mit AFK-Lern zu spielen. Ja. Au! Das tat weh. Naja, zumindest ist das Traumspiel gleich zu Ende. Ja, so kann man es aussehen. Ja, es ist halt einfach. Mit einer AFKala. Mit einer AFKala und dem Team in Anführungszeichen ist das halt. Joa. Schön, dass wir darüber geredet haben, bitte nie wieder. Jupp. Joa. Einmal Vergewaltigung. Mhm. Jo. Und im Turm holt er mich noch, jawohl. Ja, ja, kommentarlos. Oh, schade, da hätte ich noch festen Kill gekriegt. 1-10 Neve. Mhm. Cool. Tja, wenn man jetzt mal wüsste, was er rumgeschrien hat, ne? Ich glaube, das will ich nicht wissen. Wahrscheinlich, dass sie alles Kackbratzen und Noobs und Scheiße sind und nicht spielen das können und es auch lernen halt sollen und lieber gegen Bot spielen sollen. Ja. Ja. Verdammt, fehlt mir doch noch ein Sieg für das Daily. Na gut, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.